glaube, die ist ein bisschen effektiver. Ohne es wirklich zu wissen. Yay, wir sind unten angekommen, yay! Och, komm schon. Ist doch nicht wahr hier. Werde ich hier schon wieder beschossen von irgendeinem Dreck? Das nur, weil ich es eh nicht sehen kann. Machen wir den hier. Und dann wählen wir natürlich die Farmers aus, um hier im Notfall schnell auf irgendwas schießen zu können. So. Das hilft mir jetzt aber auch nur bedingt weiter. Jetzt habe ich gesehen, drüben lag noch irgendwas. Aber erstmal gehen wir weiter nach unten. Das hat höhere Prioritäten. Nur um zu sehen, dass mich unten nur der Tod erwartet. Ich höre Raben. Das heißt, wir gehen auf Raven zu, ja. Warte. Kann ich nicht töten. Solange die mich nicht attackieren, soll es mir recht sein. Ich denke halt aber trotzdem hier, man könnte ja mal ein bisschen ausweichen. Ob das auch wirklich so klappt und auch so stimmig ist. Snake, ich muss Ihnen etwas über Naomi Hunter sagen. Was ist mit dir? Hört uns niemand zu? Keine Sorge, der Monitor ist aus. Okay. Was ist los? Ich war auch beim FBI, wissen Sie? Das wusste ich nicht. Worum geht's? Dr. Hunters Geschichte über ihren Hintergrund. Dass ihr Großvater ein Assistent Hoovers beim FBI war. Ja? Und dann undercover gegen die Mafia in New York ermittelte. Ja. Was ist damit? Alles erfunden. Was sagen Sie? Es hat mich wirklich beschäftigt. Warum würde sie lügen? Sie lügt? Sie könnte eine Spionin sein. Lächerlich. Hören Sie, ein Grundschüler könnte das als Lüge erkennen. Edgar Hoover, der damalige Leiter des FBI, war ein erwiesener Rassist. Sagte Naomi nicht, ihr Großvater wäre Japaner gewesen? Ja. Damals gab es keinen einzigen asiatischen Ermittler. In den 50ern hatten die Undercover-Mafia-Operationen noch nicht einmal begonnen. Sie begannen 1960 in Chicago, nicht New York. Aber... Denken Sie mal nach. Die mysteriösen Tode des Chefs und des Präsidenten, dieser Ninja... Zu viele seltsame Dinge, die da passieren. Sie glauben, Naomi könnte dahinter stecken? Ich weiß nicht. Entweder das oder sie arbeitet für die Terroristen. Ist das möglich? Sobald ich etwas weiß, melde ich mich. Seien Sie vorsichtig. Und dann noch das Zeug, das er uns reingespritzt hat. Wer weiß, was er da sich angestellt hat. Eine verdammt große Basis, so allgemein mal gesehen, ne? Aber nun gut, das hindert uns nicht davon ab, hier weiterzugehen. Mit einer Schlüsselkarte. Damit man auch durch die Tür durchkommt, ne? Wer hätte es gedacht? Ich bin deine Endstation. Ist das nicht so, meine Freunde? Na, klasse. Raben sind keine Aasgeier, wie viele Leute denken. Sie führen lediglich der Natur das zurück, was nicht mehr gebraucht werden kann. Manchmal greifen sie sogar verwundete Füchse an. Warst du im M1-Panzer? Musst du jemanden deiner Größe ganz schön eng sein? Das war doch kein Kampf.
Die Raben und ich wollten testen, was für ein Mann du bist. Das Urteil ist gefällt. Die Raben sagen, du bist ein echter Krieger. Yay! Eine Illusion. Ich bin gelähmt. Der Rabe hat dich dem Tode geweiht. Blut aus dem Osten fließt in deinen Adern. Ah, deine Vorfahren wuchsen in den kargen Ebenen der Mongolei auf. Alaskische Indianer und Japaner sind Cousins. Wir teilen viele Vorfahren, du und ich. Ich habe keine Krähen im Stammbaum. Du scherzest, doch in der Tat sind Raben und Schlangen nicht die besten Freunde. Doch du wirst ein würdiger Gegner sein. Yay! Müssen wir ihn nur noch töten. Du lebst auch in Alaska. Hast du von der Eskimo-Indianer-Olympiade gehört? Ja, kenne ich. Du bist wohl ein richtiger Champion im Muktuk-Essen. Ja, da hast du recht. Aber auch in einer anderen Disziplin rage ich hervor. Sie heißt Ohrenziehen. Oh mein Gott. Zwei ziehen einander in bitterer Kälte an den Ohren. Oh. Ein Test der geistigen wie auch der physischen Kräfte eines Mannes. Ich soll dich an den Ohren ziehen. Die Form ist anders, der Geist derselbe. Freue dich, Snake. Unsere wird eine glorreiche Schlacht sein. Das ist nicht glorreich, es ist einfach nur töten. Wir treiben nicht Sport. Wir werden sehen, was hinter deinen Worten steckt. Also Ohren ziehen, ja? Aber er hat doch so eine große Waffe. Ja, klasse. Was sagt denn hier die Gesellschaft mal? Hier, du hier. Nicht von vorn an. Normale Waffen richten gegen die 20mm Balken nichts aus. Kommen sie von der Seite oder von hinten? Von der Seite oder von hinten? Okay. Master? Der Ort liegt mitten im Permafrost. Wie der Name sagt, taut es dort nie. Über 85% von Alaska sollen aus Dauerfrostgebieten bestehen. Es ist dort extrem kalt. Beeilen Sie sich, sonst gefrieren Ihre Rationen. Na, klasse. Können Ihre Rationen wärmen, wenn sie nehmen und dicht an ihrem Körper halten. Gut. Otakon? Der Raum wird noch gebaut, weil die unterirdische Basis für Metal Gear Priorität hatte. Der Vorteil aber ist, dass man sich in all den Containern wohl gut verstecken kann, nicht? Ja, besonders wenn diese Container zugefroren sind, sodass man sie nicht mehr öffnen kann. So, dann nochmal speichern. Sind Sie in Ordnung? Nein. Aber danke der Nachfrage. So. Gespeichert ist. Dann müssen wir nur gucken, wie wir jetzt ihn hier am besten erledigen. Na, so schon mal nicht. Okay. Okay, ich denke, wir müssen ihn immer austricksen. Okay. Das ist aber eine Wumme, du meine Gute. Ja. Lass mich mal aufstehen hier, Kollege. So, warte. Wir können ihn nicht von hinten attackieren. Nur von der Seite oder was? Aber wie denn, wenn nicht mit normalen Waffen? Hat er wieder irgendwas nicht mitgehört, oder was? Ist doch nicht wahr. Hat aber auch eine dicke, fette Panzerung.
Können natürlich auch eine Mine legen. Wenn er hier schon vorbeikommt. Nun muss er halt jetzt immer da vorbeikommen. Er geht da lang. Muss noch ein paar Meter. Los, komm. Ganz, ganz schön ballern, dann soll es aber weitergehen da. Es hat geklappt. Das ist ja dann mal gar nicht mal so verkehrt. Allerdings hatte ich davon nur eine. Aber weiß, vielleicht liegt hier ja was davon. Hier liegt zum Beispiel Stinger-Missel. Nikita-Missel. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht, dass halt die sehr starken Raketen hier jetzt etwas dazu beitragen können. Nein. Die Nikita wollte ich. Warte. Ah, shit. Ah, okay. Also müsste ich ihn hier von hinten attackieren oder was? Na shit. Nicht so. Au. Gut. Da halt so rum. Warte. Und dann mal gucken. Irgendwann kommt es da an. So, jetzt aber. Ja, so würde es funktionieren. Aber es ist halt anstrengend, ihn damit zu erwischen. Weil er halt ein kleines Arschloch ist. Das könnte echt lange dauern. Okay. Warte mal, gehen wir hier lang und dann hier runter. Na shit. War noch nicht weit genug gelaufen. So hier. Na shit. Jetzt haben wir hier schon die Umgebung hier teilweise kaputt gemacht. Ist ja Knorke. Ah, super. Mit den Dingern kann ich ja so gut umgehen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber wir treffen. Nur müssen wir halt wirklich viel mehr damit treffen. Au. Viel, viel mehr. Stinger-Missel. Weiß nicht, ob die Stinger-Missel jetzt hilfreich wäre. Ich würde fast sagen, nee. Wir können das ja gerne mal ausprobieren. Da kommt er. Müssen die halt jetzt hier nur ins Sichtfeld bekommen. Und dazu muss er halt hier auf der richtigen Linie vorbeikommen. Sonst wird das nix. Warte mal. Gehen wir mal hier hin und dann sagen wir Hallöle. Ob das jetzt klappt, wage ich gerade zu bezweifeln. Das heißt, wir müssten da von hinten attackieren. Naja, es wird ja ein Spaß. Das ist ja richtig lustig. Und mit dem anderen müssen wir gut Glück, auf gut Glück dann versuchen zu treffen. Wir können natürlich auch C4 anbringen. Ja. Wenn wir hier sowas haben. Nur einfach mal so einen Knotenpunkt anbringen. Immer dann, wenn er mal hier irgendwo vorbeikommt.
Regeneration. So, also haben wir einmal hier und einmal da drunter. Da muss er halt hier vorbeikommen, ne? Wenn er nicht vorbeikommt, ist schlecht. Ich denke, dass wir mit den Minen das schon eher schaffen können, als mit den 300.000 Raketen versuchen. Nur ist das halt so eine Glückssache. Läuft er jetzt da lang, läuft er nicht da lang? Früher oder später bestimmt. Ist ein Geduldsspiel. Und da weiß ich nicht, ob wir das schaffen. Können wir versuchen, ihn anzulocken. Nur sollte ich das nicht. So, komm mal her. Ups. Ja, komm, steh auf hier. Alter, steh auf. Vielleicht hier wieder mit der Rüstung. Alles nicht so einfach mit dem Ding. Na, und hier schießt er halt das Ding hier ab. Muss jetzt auch nicht sein. Ey, der schießt das ja instant ab. Warte. Ey, das gibt's nicht. Gehst du wohl... Alter, ach, mein Dings ist ja leer. Ja, jetzt komm. Geh weg, weg, weg. Oh, nee. Na gut. Dann würde ich sagen, ich muss das jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen austesten und dann gucken, wie es am besten gehen würde. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wo ich dann versuchen werde, ihn weiter umzuhauen, ne? Also dann, bis dann. Tschüss.